Ja. Und damit wieder ein herzliches Hallo und willkommen zu meinem kleinen Stream heute an diesem fantastischen Mittwoch. So, schauen wir mal, ob das alles eingerichtet ist. Perfekt. So, jetzt haben wir wieder Sound. Ach ja. So, gestern war relativ kurz, ne, weil relativ spät. Mein Schlafrhythmus ist immer noch im Eimer. Dafür heute ganz gechillt. Ein bisschen Ziff wieder. Einfach meinen Spielstand zu Ende spielen mit dem Quin Shang Shui. Quin Shi Huang Di. Schweres Wort. Ich hoffe, ihr seid alle fit, alle wieder wohl gelaunt, damit wir heute wieder ganz locker, entspannt hier durchmachen können. Man sieht, ich liege hier ein bisschen vorne in der Übersicht. Na, ich kriege auch 240 Glauben pro Runde, das ist halt einfach massiv. So. So. Ich habe mich verbreitet, das ist gut. Linieninfanterie passt. So, wichtig ist hier vor allem Militäreinheiten jetzt gleich pushen. Ja, dass wir unsere Überlegenheit direkt ausspielen können. Wer ist hier eigentlich? Das ist die große Frage. Kabul. Hä? Das ist ein Stadtstaat. Okay. Hier oben haben wir Osaka und Kyoto. Ist ja nix, ey. Der Japaner ist ja nix. Mongolei haben wir hier oben. Die sind mir nicht wohlgesonnen. Unfreundlich. Tatsächlich müsste ich gegen die Mongolei vorgehen. Oder eigentlich gegen die Kree, weil die mir halt am nächsten sind. Ja, das wird halt auch schwierig, ne? In jedem Fall müsste ich mir hier erstmal einen Handwerker holen. Ja, leider kann ich halt nicht mehr mit. Glauben kaufen. So. Ich kaufe mir einfach und mache einfach hier und pump das. Das ist wichtig. So. Das müssen wir uns in der Theorie auch schon vorbereiten. Auf den nächsten Schritt. Wir müssten halt die Krieg platt machen. Hilft halt nichts. Ja, das sind ja halt die. Ja, gut, die sind halt nur freundlich, ne? Ich habe jetzt. Ja, und die Portugiesen halt. Ja. Aber die Portugiesen haben nicht viele Städte. Und sie haben keine. Na gut, mittlerweile das sollten sie halt Stadtmauern haben. Aber das Schöne ist, der rebelliert halt relativ bald zu mir. Ja, ich müsste das hier kaufen und ein Farm-Triangle hinsetzen. Oder hier unten hin. Jacke wie Hose, wie rum. Momentan wird nichts produziert. Ist ja gechillt.
Oh, ich kaufe mir hier auch noch einen Handwerker. Ja, die sind erstmal nur zur Abschreckung, weil die habe ich keinen wirklichen Threat gegen Süleyman. Er ist mein erklärter Freund. Ist ein bisschen schwierig. Konstantinopel. Der wäre halt noch. Aber du kommst halt hier nicht durch. Und du müsstest halt hier mit einem Ingenieur eine Straße durchlegen. Dass du halt hier rumkommst. Ja, irgendwas bauen wollte man hier auch noch, ne? Na ja, gut, er muss halt. Das soll er die Werkstatt bauen. Scheiße, was Lager jetzt erstmal. So. Allianz mit Poundmaker ist abgelaufen. Gut. Das ist gut. So schick Poundmaker ist. ...45, 55, na, ist halt ein Unterschied. Nach der nächste Stufe. Ach stimmt, wir haben ja gelevelt. Also, dann schalte die Kultisten anhand frei. So, damit haben wir mal einen Kultisten, das ist gut. Oh, sehe ich eigentlich jetzt schon, was die freigeschalteten Atomzeitalter glauben, wie das. Okay. Neue Quest. Perfekt, perfekt. Ach ja. Ein goldenes Zeitalter. Hey, hey, hey. Bevölkerungsdruck. Immer gut. So, der Byzantiner, das heißt, er geht noch weniger weg. Babylonien. Süleyman, Mongolen. Poundmaker macht ein normales. Ich frage mich halt, wie sich die Japaner überhaupt halten können mit zwei Städten. Boah, der macht halt ein Heldenzeitalter wieder. Der pumpt halt richtig. Händler können nicht geplündert werden. Für Wunder des Industriezeitalters oder spätere Wunder. Wunder. Ja, das wäre halt nice wegen dem Groll und dem Chaos Belly. Aber ich bin ja ein Wundermensch. Das ist immer eine ganze Fortschritt, baut ja auf Wunder auf, ne? China. So, die Frage ist. So, ihr werdet alle. Du konvertierst. Du bist schon konvertiert. Meine Linieninfanterie macht es hier möglich. Konvertierten 50, das kann ich nicht haben.
So. Was sagt denn? Wir brauchen einfach mehr. Mehr. Nein, wir können mit dir keine formelle Freundschaft eingehen. Das tut mir leid. Kulturelle Allianz. Ich glaube nicht. Gerade mit jemandem, der am stärksten hinter mir ist. Deine Innovation in den letzten 200 Jahren hat mehr Leben gerettet und die Gesundheit verbessert, als die sanitäre Revolution, die durch die Erfindung Sanitäter, der Toilette ausgelöst wurde. Parlamentsgebäude. Kanalisation. Jo, und zwar weiter geht's. Ab nach Ulaanbaatar. Na, ist halt wichtig, dass ich jetzt hier das Ding fertigstelle, die heilige Stätte. Damit es mal langsam vorwärts geht. Panzerschiff. Ne, ich will kein Panzerschiff, weil dann vergeude ich mehr Kohle. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht so prickelnd. Aber du kannst hier ruhig stehen. Konvertiert in 80. Nope. Alter. Sonnenstrahlen und Wellen verteilt sich. Das ist gut. Ach, das ist typisch. Ja, Poundmega. Poundmega muss weg. Weil er halt tatsächlich die entsprechende Forschung halt hat. Hi Kegan, wunderschönen Dienstag. Was wollte ich denn jetzt hier mitmachen? Ah ja, okay. So. Willkommen bei Civ 6. Poundmega. Wir bereiten uns mal vor. Wir denunzieren ihn mal. Ah, wir haben keinen Casus Belli. Ja, 150 Groll. No chance. So, und Shang-Chi. An was arbeitet er? Gar nicht. Dann, wie geht's? Müde, immer noch ein bisschen gebeutelt von dem 24-Stunden-Stream. Na, dauert ein bisschen, bis wieder der geregelte Tagesablauf eingeht. Aber hey. So. Wir nehmen 1, 2, 3, wir nehmen das mit. Wir könnten sogar hier hinten. Ne, ich will aber das Weizen mitnehmen. Perfekt.
So. Und ich hoffe mal, dir geht's auch gut. Ne, 2 Gold, 2 Nahrung. Ein Bauernhof-Dreieck ist immer das Beste. Ist öfter und du bist noch einmal schon so kaputt. Ja gut, aber nur weil ich nichts gewöhnt bin. Na, muss man halt auch ganz klar sagen. Wenn man das halt öfters macht, dann, so dumm das halt klingt, ne, aber der Körper gewöhnt sich halt ein bisschen daran. Und ich will das nicht relativieren, das ist immer noch ultra schwer, weil ich habe das früher auch gemacht. Ne, man soll das ja, man erinnere sich, ich habe ja gesagt, ich war ja irgendwann mal in der Uni. Und ja, wenn du tagsüber in die Uni gehst, von 9 bis 16 Uhr, jeden Tag, Montag bis Freitag, Minimum. Und die meisten an 2 Tagen mindestens bis 18 Uhr. Und das sind reine Uni-Zeiten, ne? Da hast du nur eine Stunde Mittagessen dazwischen. Ne? Von 12 bis 1, da ist meistens nichts, damit du essen gehen kannst. Ansonsten hast du volles Programm. Und dann halt Nachtschicht im Krankenhaus, die ja, ich weiß gar nicht mehr, wann die angefangen hat. Ich glaube 10, ne, waren 8 Stunden. Zehn bis 6 Uhr morgens, dass du halt Übergabe gemacht hast mit der Frühschicht und dann war Schluss. Ja, ich glaube. Und gut, das machst du halt nicht jeden Tag, ne? Aber danach bist du halt durch. Ne, 22 bis 6, genau. Genau, 22 bis 6 ist die Nachtschicht. Und ja, und dann am nächsten Tag, wenn du wieder 9 Uhr in der Uni sein musst, ist das halt ein bisschen, ja gut, so viel Schlaf ist da nicht, ne? Wenn du überhaupt schlafen gehst. Und meistens dann Nachtschicht halt dann Freitag auf Samstag oder Samstag Sonntag. Ne, das ist halt günstiger, sag ich mal. Da ist nicht mehr viel mit irgendwas. Bist einfach knallhart durch. Aber man hat's halt durchgezogen. Na, mittlerweile bin ich halt auch älter. Der Körper ist nicht mehr ganz so tolerant. Aber wenn du es wieder regelmäßig machen würdest, dann würdest du dich in gewissem Maße sagen würden, ne? Ich will es nicht runterspielen, weil es ist halt immer noch ultra stressig und so. Aber wenn du es halt öfters machst, dann geht es, sag ich mal. Dann stellt sich dein Körper einfacher um. Aber das habe ich ja nicht. So. Zack, sonst schon weg. Ja, ich bin halt noch am Samstag bin ich halt noch ultra hyped gewesen. Ich bin halt danach mit dem Stream einfach ins Bett gefallen. Und das war's. Und von den nächsten, keine Ahnung, 20 Stunden habe ich 16 geschlafen. Aber wenn ich es halt wieder machen würde, dann, ich denke mal, dann ist das auch, gewöhnt sich dann mein Körper halt mit der Zeit dran. Man glaubt gar nicht, wie flexibel ein Körper ist. Generäle, Admiräle. Warum kriege ich Admiräle? Das brauche ich nicht so viel. Ingenieure 9. Okay, ich führe hier einigermaßen. Das ist gut. Händler 13. Pumpe ich ja richtig. 9. Alter, 14. Große Wissenschaftler. 17.
bin ja ultra schlecht. Ich brauche mehr Forschung. 6 Punkte, das geht. Und es ist ja nicht so, dass du während der Nachtschicht halt schläfst, ne? Gut, ich mach keine, hab keine, keine intensiv gemacht. Ne, ich war halt auf der Herzstation. Aber gut, ich meine, da liegen halt auch genug arme Würstels, gerade ältere Leute. Die halt auch nachts Probleme haben. Und wenn nachts halt einer Schmerzen hat, da piept es halt auch. Oder wenn er. Meistens können die sie ja nicht aufstehen. Und das eine hat mal auch einen ganz jungen drinne, keine Ahnung, so einen 20-Jährigen. Ja, hat halt in, keine Ahnung, in die Steckdose gefasst, hat einen gewischt gekriegt. Und dann ist er halt für 24 Stunden zur Beobachtung halt reingekommen. Ich sag mal so, der war anstrengender als so manch ältere Person in den 40ern, ne? Oder 60ern. Der hat öfters geklingelt als 5 andere Patienten zusammen. Und es ist nicht so, dass es ihm schlecht ging oder so, ne? Also ich meine, er hat auch keinen Stent gekriegt, kein nix, kein gar nichts. Der war halt nur 24 Stunden Beobachtung da. Dem war halt langweilig auf seinem Zimmer, vermutlich. So, wir rekrutieren den, das ist immer gut. Aber ich werfe dem halt nichts vor, ne? Ich meine, was willst du tun, ne? Die ist halt langweilig. Und wenn dir was wehtut, dann klingelst du halt. So. Oh, dann gebe ich auch noch einen Landsknecht. Ich kann halt 250 halt einfach so ausgeben, jede Runde, ohne dass mich das juckt. Das ist so hart. Jo. Und weil sie so wunderschön war, nannten die schön sie mit den goldenen Haaren. Prinzessin Goldlöckchen. Denn ihr Haar war feiner. So, wo ist Goldlöckchen? Ein Bolschoi-Theater, genau. Soll noch 2 Kultur machen. 6 Tourismus, perfekt. Ich versuche mal auf ein Tourismus-Game zu gehen. Heißt Roundfall, wunderschönen Mittwoch. Heute ist ja eh nichts in Lost Ark los. Ne, heute ist ja Mittwoch, heute passiert relativ wenig. Von daher zocken wir einfach ein bisschen Ziff. Haben wir es endlich geschafft, ey. Scheiß Barbaren. Oh, er pumpt gerade. Casus Belli. Goldzeitalter Krieg. Vergeltung. 5 Runden. Ach, kann ich nichts mehr reinsetzen. Okay. Wenn du so gut und großmütig bist, mich frei. Der Delfin. Oh, Terrakotta-Armee hat er gebaut. Puh. Das finde ich nicht gut. Das nervt mich. Rockkonzert. Vor allem, er hat halt Terrakotta-Armee gebaut. Na, brauche ich. Bauwesen.
Warnbauwesen. Bin ich dumm? Oder war das wirklich? Bauwesen, da war es doch. Bauwesen ist doch gar nicht. Terrakotta an. Gebäude, Terrakotta-Armee, Bauwesen. Ja, da. Gott sagen. Ja gut, ist schon ewig her, ne? Also, da muss ich mich nicht... Da bin ich forschungstechnisch schon weiter. Potala-Palast. So, wichtig. Nächste. Ja, da haben wir die Lanzknecht. Okay. Zack. Ups, die nächste. Oh, gibt's in jedem Fall den. Oh, hier das. Was war denn? Oh, der Verlust aller Ladung. Gewährt sein Opfer. Einziger Unterstützungszeit der Lehrensänger. Bei dem Mierung oder Verlust aller Ladung gewährt sein Opfer dem Spieler. Ein Relikt der Leere kann sich in Friedenszeit nach fremden Räumen bewegen und Ladung als noch Anhänger an angrenzenden Funkstellen zu rekrutieren. Oh. Oh, das ist nicht meine Militäreinheit. Jawohl, ja. In jedem Fall nehmen wir dann zwei Triebwerke. So, zack. Zack. Was bist du? Du bist Gips. Gut. Edelwolf, wunderschönen Tag wünsche ich dir. Na, wieder schön Warships fahren. Oh, was machen die hier? Ich komme hier mit Bogenschützen. Die Krieg kommen mit Bogenschützen, das kriege ich doch. Eigentlich nicht, weil ich jetzt heute gerade Ziv spiele. Müsste vielleicht ein, zwei Tage vorher Bescheid geben. Das wäre super. Dann kann ich das auch einrichten. So, konvertierten 8, das ist gut. Das heißt, wir können weiterziehen. Ja, ich wollte ungern hier in dieses Gebiet rein, wegen dem scheiß Vulkan. So. Ja, und Hi Titan, das kommt so alle. Wunderschönen Mittwoch. Ja, Lost Ark ist eh nichts los, von daher, warum nicht? Hattest du eigentlich... Wo wir gerade von Lost Ark rechnen. Hattest du eigentlich noch die Dings mitbekommen? Ich hatte dir ja geschrieben, dass die eine Händlerin in meiner Festung ist. Was kriegt man hier? Kulturproduktion der Modernisierung. Perfekt. Ein Aufklärungsballon. Hangar.
Ja, wichtig ist halt er hier, aber ich brauche halt Öl dafür. Das heißt, ich muss erst eigentlich das Öl machen. Ah, schade, schade. Ja, sie kommt halt wieder, ne? Ich habe dir ja geschrieben, was die hat und wie viel das kostet. So dass du halt sparen kannst. So, und jetzt Farmdreieck. So, Kultist, keine Ahnung. Ich gehe mal hier nach. Alter, was ist für eine Stadt? Pitokan Ptwin. Naja, du mich auch. Du mich auch, Kree. So. Wir brauchen noch einen Tribok. Habe ich nicht Lust, wieder zu versumpfen, bevor meine Klasse kommt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Du bist einige Tage offline gewesen. Aber das macht nichts. Aber denk dran, die Woche, ich habe mal nachgeguckt, du hast, glaube ich, mit allen Charakteren die 100% Gildenbeteiligung, weil die Woche ist 100% Ausschüttung. Ja, man kriegt jetzt richtig viele Blutsteine. Ich glaube aber nur bis 8000 ist das Maximum im Moment. So, ich wollte aber noch hier so einen Kultisten-Heini machen. Sehr gut. Ja, es fehlt mir halt Salpeter, ne? Aber ich habe halt keinen Salpeter auf in meinem Gebiet. Dafür halt Kohle. Aber. Oh, man hört an der Musik die Kree. Cool. Gibt halt nur keine 7 Tacker Woche. Ja. Ich meine, nur wenn du einloggst und dein Gildenzeug machst und deine Festung jeden Tag, reicht das doch. Ist nicht so, dass du jetzt megamäßig damit spielen musst. Genau, sie wollen einen Salpeter haben. Ja, nee. Ne, ich werde jetzt hier nicht hier meine Diplomatie ein bisschen einstellen. Wasser und Luft, die beiden essentiellen Dinge des Lebens. Drei Gesandte, Nationalpark, Naturforscher, Zuflucht, Verantwortung des Lebens, bezaubernden Landschaften. Nein, dann muss ich noch mehr Ölressourcen. Genau, Schriftsteller, Gesandten, Produktion für Wunder, Unterhalt und Aufrüstung, das ist das, was ich jetzt brauche für Militär. Naja, das andere ist alles Schnurz. Gebaut wird sowieso nicht, ich kaufe das alles mit Glaub. Das ist halt so der nette Nebeneffekt von wenn du viele Wunder baust. Ja, man sieht das halt. Ich kann mir halt pro Runde eine Einheit kaufen, einfach damit. Ich muss nichts produzieren. Ja, Aluminium und Öl habe ich jetzt sowieso noch nicht. Das heißt, die Karte ist voll die Verschwendung. Ich kriege gerade mal 2 Salpeter pro Runde. Das heißt, irgendwo habe ich Salpeter irgendwo unten drunter. Irgendwo hingebaut. Theaterplatz. Landkauf, Handelszentren, nein. Kultur, Annehmlichkeit. Ich bräuchte Forschung. Aber ich habe halt nur 2 Campus. Wenn überhaupt. Ich kriege halt im Moment halt echt noch nichts. Durch internationale Handelswege, die habe ich halt auch nicht. Raffinerie. Oh, nice. Hat direkt die Raffinerie mitgetroffen. In der Stadt Longxi wurde ein Spion des portugiesischen... Alter. Okay. Babylon hat nicht genug...
nichts zu halten. Nagelliefer können schon bald irgendwo hinhören. Naja, der wird halt hier gepumpt. Warum baut man denn da eine Stadt dahin? Ne, ist halt. Früher, was es halt so gab, hat keine Loyalität. Und da konntest du einfach die Städte irgendwo hinbauen und in deinem Brückenkopf und konntest von denen halt direkt wegpumpen. Aber dadurch, dass sie jetzt in dem sechsten Teil Loyalität eingebaut haben, ist das halt nicht mehr ganz so einfach. Ne, die halten sich halt hier gut, weil ich genügend Abstand zu denen habe. Und mittlerweile sind sie auch so weit, dass sie halt selbst genug Loyalität generieren. Gerade weil ich die auch hier missioniert habe. Na, und wir haben immer noch mit ihm. Ich muss die 17 werden halt abgezogen. Na, wir haben noch mit ihm eine Eulen der Minerva. Haben wir mit ihm überhaupt noch irgendwas offen? Ah, wir hatten mit ihm irgendwas abgeschlossen, dass der Druck der Bürger nachlässt. Aber dadurch, dass ich jetzt ein goldenes Zeitalter habe und eher ein dunkles, ist das halt gechillt easy. So, der Gods River, das interessiert mich auch nicht. Nötige mehr Wohnraum, ja. Einkaufszentrum. Ich müsste halt mal ein paar Spione ausbilden. Das ist eine gute Karte. 100% Nachbarschaftsbonus. Und Produktion von schweren und leichten Kavallerieeinheiten. Brauche ich nicht. Handelszentrum Unterhafenbezirk. Naja, jetzt kommen mal halt langsam die Karten, wo halt mehrere Sachen machen. Das Schöne ist, ich bin halt weit vorne vor Johann. Poundmaker. Johann ist der Wissenschaft tatsächlich da am Herzen pumpt, aber. Der Plänkler kann aufsteigen zum Ranger. Das ist schon mal. Ja, fehlt mir halt. Ist halt Peter. So. Ach ja, jetzt muss ich gucken. Easy Souterrain abkrabbeln kann. Hier wäre nicht schlecht. So. Und Farmdreieck fertig. Zack, man sieht. Instant verbessert. Weil drei benachbarte Farmen sich halt verbessern gegenseitig. Deswegen schaut man immer, dass man halt so ein Farmdreieck hinkriegt. Oder halt tatsächlich noch besser wäre halt ein Farm-Diamant. Ja, das wäre halt quasi hier dann noch eine Farm hin. Dass du quasi so vier zusammenhängende längliche Felder hast. Und. Weil dann hast du halt hier den Bonus und hier den Bonus und dann haben die zwei richtig harten Bonus. Ja? Weil von dem halt was kommt und von dem was kommt. Und das könnte ich sogar dann Stelle teilen. Und hi Christo, wunderschönen Donnerstag. Kabul hat mit Genghis Khan Frieden geschlossen, okay.
Ich muss halt darauf achten, dass die halt nicht so hart in der Forschung. Aufholen. Nein. Ihr kriegt keinen Salpeter. Was ist denn das für eine Unsitte? Ah, Chemie ist Feurika. Okay. Aber was ich machen muss, ist mal... Naturforscher, Nationalparks. Ja, nee, Nationalpark ist nicht. Wäre ultra nice ein Nationalpark, aber ist nicht im Moment. Händler, wenn nicht schlecht, tatsächlich. Dass ich meine Handelswege pump. Na, das Mannisch reichen muss nur so ein Krieg erklärt. Oh! Er hegt jetzt 37 Kroll, weil die sich halt toll. Die Problematik ist, ja genau denen, mit denen ich halt freundlich bin. Die kloppen sich halt jetzt und ich wäre halt leidenschaftlich reingezogen. Das Problem ist halt jetzt ein bisschen, die haben halt null Berührungsfläche, ne? Auch wenn die so nah beieinander sind. Weil hier ist halt einfach Berg dazwischen. Die müssten halt hier durch oder hier außenrum. Nur um da hinzukommen. Ja, weil hier kommen sie halt auch nicht durch. Und ganz ehrlich, der Osmane wird hier halt nicht reinkommen. Hat jede Stadt halt hier eine Befestigung gebaut. Es sind 1, 2, 3. Das heißt, das wird von Lissabon sein. Das wird von Visoy sein. Und hier wird noch eine Stadt sein. Ja, man sieht auch hier den Weg da lang. Aber hier muss eine Stadt sein. Im Endeffekt muss sie da liegen. 1, 2, 3, ja, muss hier liegen. Sonst könnte er das nicht bauen. Du kannst keine 2 dahinsetzen. So, wie lange braucht ihr noch? 3 Runden, dann ist es meine Stadt. Taruga hat Anshan den Krieg erklärt. Anshan hat Suleiman den Krieg. Naja, gut, das sind, weil die jetzt alle. Suleiman hat Johann den Krieg erklärt. Ja. Ihr habt einen Casus Belli für einen Expansionskrieg gegen Poundmaker. Das ist doch mal eine Ansage. Bildet eine Armada aus einer militärischen Einheit. Rekrutieren. Hauptsache ich rekrutiere den alles weg. Große Händler, Handelswege in seinen eigenen Städten gewähren 0,5 Gold. Hofspezialbezirk wird eingesandt. Jo. Jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt noch ein Schiff von mir? Gut, ich habe halt eins, das hier ist. Und wo ist das zweite? Da. Okay. Das heißt, du fährst jetzt mal dahin. So, er hat sein Farmdreieck. Ne? Ich kann auch den Diamanten jetzt hier oben hinsetzen. Aber das ist halt, für eine Stadt ist das halt Overkill, so ein Diamant. Einsetzen. So, zack. So, ich habe ein Casus Belli. Ja, das heißt, wir fahren jetzt. Wir holen uns jetzt die Stadt da unten. Das ist das Einfachste.
So, wir sichern einmal ab. So, das Problem ist halt hier, die müssen... Linieninfanterie muss erstmal wieder genesen und dann werde ich die hier rüberziehen. Passt das schon? Oh, guck mal, wir haben wieder einen. Einmal irgendwo. Ich bin souverän hier. Perfekt. Hier können wir noch pumpen. Und wie geht's euch so? Sollen wir den Casus Belli machen? Ja, komm. Bevor irgendwas ist. Casus Belli, formellen Krieg, Expansionskrieg. Forderungen stellen. Casus Belli, Expansionskrieg. Ich werde dafür bluten. Ne, ich glaube nicht. Du bist eine Wurst. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Ist der irgendwo souverän? Nee. Ist er nicht. Gut. Also zumindest keine Stelle, die ich kenne. Das heißt, Kumasi wird es nicht stumpf gegen mich und Kabul werden nicht stumpf gegen mich jetzt antreten. Das Tempel der Artemis. Ingenieurskunst besteht darin, die großartigen Energiequellen der Natur zum Nutzen. Perfekt. So. Was kann ich denn jetzt machen? Na, weil die pumpen halt hier richtig hart jetzt mittlerweile. Aber ich will halt keine. Ja gut, ich könnte in der Theorie zu grün, könnte ich handeln. Es gibt halt richtig Kohle. Das ist nicht so weit weg. Ich würde die gerne intern haben, auch wenn sie nicht so viel wert sind, aber intern ist halt einfach, kannst nicht plündern. Nein, Karakumsschmutz. Lissabon geht sogar noch. Wo ist auch 20, ne? Funchal. Funchal hat halt gar nichts. Es hat eine Zweierstadt. Kriegt aber 11 Gold. Mit den Babyloniern da oben. Na gut, mit dem bin ich halt nicht im Kampf. Gib mir halt 3 Forschungen nochmal. Wegen mir, sollen sie rumfahren. Ein Sägewerk. Haben wir hier schon ein Sägewerk? Ja. Ich könnte eine Mine irgendwo hinbauen. Ich glaube, da baue ich eine Mine hin. Gebiete. Perfekt. Ich könnte hier noch einen. Ah, ne, kann ich nicht. Jeez, müsste ich da einbauen.
Landsknecht. So. Wie schaut's aus jetzt hier? Hier ein Farmdreieck. 1, 2, 3. Sieht nach einem Plan aus. Auf jeden Fall nochmal ein Handwerker. Tempel der Themis. Das stört mich nicht. Tempel stört mich halt gar nicht. Raffinerie. Aha, aha. Das ist der Punkt. Ölquelle. Oh, Leute. Gute Frage, habe ich hier eigentlich... Ah, da. Noch eine Ladung. Oh, mega. Eine Ölquelle, zwei Ölquellen. Natürlich muss hier eine Ölquelle sein im See. Warum? Genau, hier verbessert das nochmal, ne? Bauernhofmodernisierung, nochmal plus 1. Und plus 1 für jede benachbarte Bauernhofmodernisierung, ne? Wenn du 3 halt baust, ist das halt richtig gut. So, die Frage ist jetzt... Ich brauche das Öl, um hier Artillerie bauen. Wenn du Artillerie hast und Aufklärungsballon, das ist halt die nächste Phase von Krieg im Endeffekt. Aber ich brauche erst das Öl. Das ist halt das Unglückliche dabei. So, wir sind auch hier. Sehr plus 3. Kam eine große Persönlichkeit wieder. So, eigentlich ist er aber auch fertig hier. Kann das? So, dann soll er hier mal rumstehen. Perfekt. So, was warst du? Du warst Schwefel, ne? Abbauen, Salpeter. Der kann gar nichts.
Hammurabi. Babylonisches Reich, den mag ich. Na, der ist nicht so dramatisch overpowered. Abgelehnt. Was willst du für 5 und 300? Oh ja, okay, nehmen wir mit. Was willst du mir geben für Bernstein? Ah, nochmal 5. Na, das sind 300. Damit polstert man halt seine Kasse auf. So, wer ist denn hier noch? Der Süleyman. Okay, will er nicht. Das ist okay. Okay, er ist bedient. Das ist ja hart. Eins. Hundertdreiundfünfzig für Gips, nehmen wir mit. Hat hier noch jemand richtig viel Gold? Oh ja. Das sind 150 plus 90 sind 240 Gold. Na, du kannst halt die NPCs halt richtig gut dein Zeug verkaufen. Sehr schön, meine Touristen pumpen. 59 von 103. Oh, für Wunderbau. Sehr gut, nimm mit. Frage, nächste Frage. So, die brauchen vor allem jetzt Platz. So, Kanalisation und mittelalterliche Mauer wäre halt echt nice. Wohnviertel. Naja, könnte man halt noch machen, ne? Aber ich würde das gerne den innerlichen Ausbau machen. So, zack, wir bauen ein Wunder. Als ich zum ersten Mal das Dach des Kutala-Palastes betrat, fühlte ich mich wie niemals zuvor oder seit... Das ist nicht zu unterschätzen. So. Ich müsste halt den Markt reparieren. Alter Schwede. So, von was kriegt er? Und durch angrenzende Regierungsmacht, durch angrenzende strategische Ressource. Angrenzende Regierungsmacht, produziert durch angrenzende strategische Ressource. Ja, gut, ne? Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Dadurch, dass die. Dass ich den Wald nicht abholzen kann. Aber wenn halt er. Aufgepumpt ist, dann ist halt einfach easy.
Ja, ist halt eine plus 3. Plus 3 ist halt richtig, richtig hart. So. Zack, bin ich souverän. Das ist halt, was richtig zählt. Wichtig ist halt, die 6 reinzubekommen. Ne, damit halt der letzte Bonus halt kickt. Und weil Botschaftskanzlei habe ich ja schon. So, und da kommt mein zusätzlicher Diplomatieplatz zur Geltung. Schnelleres Wachstum. Ich könnte halt meine Städte, meine 2 Außenstädte pumpen. Für Spione. Durch jeden Stadtstaat, bei dem ihr souverän seid. Ich glaube, das sollten wir mitnehmen. Große Künstler. Das hat nicht viel, ne? Generäle brauche ich nicht. Große Ingenieure wäre halt sehr. Wäre sehr nice. Jo, Sonnenstrandwellen, wir pumpen uns langsam nach vorne. Zack. Hat er uns nicht vorhin abgelehnt gerade? Ja, ja, wir sind Freunde. Babylonier sind immer Freunde. Babylonier sind Brüder. Die kaufen mit Einheiten der gewählten Währung kostet bis zum nächsten Weltkrieg plus 100%. Die Personen kaufen mit Einheiten mit den gewählten Währungen kostet bis zum nächsten Weltkrieg minus 50%. Count Menga, Genghis Khan, Suleiman. Ja, das sind alle die Kriegstreiber. Die wollen halt einfach glauben. Ja, mir ist es wurscht im Endeffekt. Eigentlich müsste ich da stimmen, aber ich habe halt schon. Es sind schon 3 Leute, die dagegen stimmen. Das heißt, es wäre halt unsinnig. Na gut, Pound Mega kann halt nicht viel machen, ne? Verdient doppelte Punkte, diese Persönlichkeit. Was klingt nach dem Plan? Und zwar würde ich Ingenieure bevorzugen. Komm, da können wir mal 100 reinsetzen, sind 5 Stimmen. Glauben. Großingenieur. Produktion. Das ist halt so klar, ne? Die gehen halt so klar auf Produktion. Jawohl, das sind einige, die auf Glauben gehen. Tatsächlich. Großer General. Wer hat denn hier so gestimmt, ey? Ich habe 5 Stimmen abgegeben. Ach, guck mal, was dem 3 Stimmen abgegeben. Die haben richtig hart Zeug weggeschmissen gerade.
General. Sie wollen halt Generale haben. Okay. Da, Trapezunt. Ich habe einen Siegpunkt gekriegt. Und damit gehört Trapezunt mir. Und damit, ganz wichtig, ein Campus. Die Problematik ist, dieses Ding kann halt nix. Oh. Das heißt, ich muss direkt einen Handwerker kaufen. Ja, wir haben einige ungenutzte Sachen hier. Wir haben hier ein Wild, wir haben hier Bernstein. Und man könnte hier noch eine Mine hinsetzen. Oh, das ist aber auch ein guter Campus. Ja, er wird von drei Seiten vom Berg angeschlossen. Das ist plus drei, wie halt auch hier zu sehen ist. Ne? Drei Wissenschaft. Das ist immer die... Da stehen halt immer die Boni, die sie bekommen. Das ist das einzige Gebäude, das sie haben. Das ist halt hart lächerlich. Und er kann halt auch sonst nichts, weil er absolut gar nichts gebaut hat. Nee, er muss größer werden. Da, Kornspeicher. Longxi 1113, perfekt. Nun langsam wird's hier. Fabrik. Shuangdi. Das Aquädukt könnte man hier hinsetzen. Oh, mittlerweile kann ich auch langsam die Regierungsform, die Dekrete halt abgeben. Na, ist halt bei 15 pushen die halt richtig hart. Und habe ich halt schon zwei Städte jetzt auf 15. Tourismus, bla bla bla, Broadway, 20 Kulturen dieser Stadt. Chichen Itza. Ja, wir wollen hier eh einen Kultursieg machen, ne? Also. Gib ihm. Oh, wieso habe ich einen Handelsweg zu wenig? Zehn, 16. Na, der pusht halt auch richtig hart. Was können wir hier machen? Drei Gesandte. 100% Religionstourismus in dieser Stadt. Oh, Taj Mahal wäre nicht nice. Hier baut Taj Mahal. Nee. Ich soll erstmal das Lager reparieren. Ja, und ihm habe ich ja hier. Zack, ein bisschen Bonus. Das waren 8 Runden abgekürzt. Das ist halt... Und ich habe noch eine Ladung. Ja, das sind halt 16 Runden. Das ist halt die Hälfte von dem, was ich bauen müsste.
Das hat abgekürzt. So, zack. Zwei Produktion, drei Öl. Damit ist das eine 5er Produktion. Ah, der konvertiert. Die sind alle auch. Meins konvertiert. Konvertiert in 12, das ist schlecht. What? Konvertiert in 31, konvertiert in 2. Das kann ich nicht zulassen, aber ich weiß halt nicht, wo. Einmal modernisieren. Ja, stumpf halt mal plus 6. Ne? So, und das haben wir gebaut. Dann gehen wir darüber. Dauert halt ewig, bis da unten ist. Schlecht. Muss auf einem Geländefeld mit einer Marineeinheit sein. Muss auf einem Geländefeld mit einer Marineeinheit sein, die weder Korps noch Armee ist. Ja. Zack. Oh. Eine Armada. Okay. 6307. Das wird. Start starten. Sitzung. Einen großen Wissenschaftssieg. 45. Der nächste hat 37. Spawnt mega. Gegen den mal halt Krieg führen, ne? Wir. So, Kultursieg bin ich halt. Wir sind viel Zivilisation kulturell überlegen. Alter. Guck mal, der Japaner ist sogar Zweiter. Krass. Trotz, dass er nur 30 Kultur macht. Herrschaftssieg. Jo. Religionssieg. Das passt. Das Einzige, was mich halt auffallen kann, ist der Diplomatie-Sieg. Weil da halt viel durch den Weltkongress den Siegpunkt übergeben werden. Das kann ich tatsächlich mit den Weltwundern ändern. Weil viele Weltwunder aus Diplomatie-Punkte geben. Ja, 21. Ruhen sind wir bei 31. Okay, die haben Frieden geschlossen. So, er muss noch den Schrein bauen. Dann kann ich hier Missionare schicken. Auf alle Fälle wesentlich günstiger, als wenn die von da drüben halt angedackelt kommen. Nee, du konvertierst nicht. Alter, was haben wir denn die für eine Stärke hier?
plus 13. Ja, du musst halt hier den ihre. So. Anhänger rekrutieren. Habe ich halt auch noch nie gemacht, deswegen, ne, gerade mit den zusätzlichen Gouverneuren, mit den Geheimgesellschaften, A, spielt man das jetzt nicht unbedingt jedes Mal und B, gibt es ja davon vier Stück, nochmal zusätzlich. So, was soll er jetzt machen? Er soll den Bernstein erschließen, so. Zack. Ach, das liegt außerhalb. Jetzt nicht mehr. Zack. Ist jetzt nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern ganz stumpf. Um XP zu farmen. Oh, dann können wir doch gleich. Er hat keine Stadtmauern. Das ist positiv. So, kümmert dich nämlich. Ihn hätte ich für Reserve gehalten, damit halt hier nicht, meine Religion weggenommen wird. Der Himmel hat mir sein Nabel die Augen geöffnet, dass ich den treuen Anhängern der Sonne, Strand und Wellen anschließen, sowohl sie momentan im Krieg sind. Ah, wenn du das Fliegen einmal erlebt hast. Ich habe sie bekehrt. Gehen wir lieber dahin und nehmen ihren Rückhalt weg. So. Ich weiß leider nicht, ob ich hier drauf bauen kann, wegen der Altertumsstätte. Es kann sein, dass die erst weg muss. Aber das sehe ich gleich. Das ist halt höchst unpraktisch, so ein Ding immer. Kohlenmine eines Panzerschutzes. Kohlenmine? Nee, kann ich nicht. So, wir nehmen die Artillerie mit.
Ach, guck mal, jetzt ist die Linieninfanterie auch fertig. Pumpt halt ordentlich. Ja, ich muss halt aufpassen bei den beiden. Das ist beachtlich. Okay, wir haben eine Agenda von ihm erfüllt. Ich durchschaue ihre zuckersüßen Worte und eure Art, euch Sympathie zu erschleichen. Ihr wollt die unnötige Machtelang und ein bisschen mehr. Ihr habt die Agenda Aufhetzer von Hammurabi verletzt. What? Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ja, ich habe halt die ganzen Sachen halt nicht im Kopf. Dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. Fünfjahresplan. Ah, siehst du, das ist nämlich der Punkt. Brauche ich nicht. Für Campus und Industriebezirke. So. Da müssen wir hin. So. Hammurabi. Ist er? Da ist er. Aufhetzer. Will diese Vision mit der höchsten diplomatischen Gunst sein und mag keine zu tun, die euch. Ja, gut. Schwierig. Okay, damit ist er tatsächlich auch schon überzeugt. Ja, wir müssen ihm halt so viel wie möglich Städte wegnehmen. Ne? Wenn es, solange die neutral sind, ist es gut, weil die, weil die dann keinen Druck der jeweiligen Dings ausbauen. Der jeweiligen Religion. Wirtschaft, internationale Handelswege. Er ist halt. Ja, wo nicht. Baut ein Forschungslabor. Regierungsform. Regierungsform ist wichtig, weil es eine 8-Stufen-Regierungsform ist. Kurz überlegen, was für uns halt wichtig ist. An der Handelsweg zwischen einer Verbindung und unserer Grenzbrücke viel Nahrung, viel Produktion für meine Koffer mit Gold. Okay. Faschismus. Alle Einheiten schalten plus 5 Kampfstärke, Kriegsmüdigkeit und 15 zum Turnier, 15 von Einheiten. Kampfstärke ist halt nice, aber Kriegsmüdigkeit, ja, und Produktion von Einheiten. Also ich habe noch nie irgendwas wegen Kriegsmüdigkeit verloren oder so. Das ist nicht, dass ich das in irgendeiner Form bei mir jemals ausgewählt hätte. Produktion von Einheiten ist für einen Pops, weil ich alles mit Glauben kaufe. 0,6 pro Bürger in Städten mit Gouverneuren. Plus 10% Wissenschaft. Puh. Dann mal 10% Wissenschaft mehr dadurch. Baut 3 Fabriken, 3 Manikärarmknöpfe. Ja, wird doch Kommunismus werden. So, ja, jetzt hier kann ich nichts bauen, weil ich den Altertumszeug wegmachen muss. Etwas unglücklich, weil kann ich kein Farmdreieck bauen. Ist aber okay. Ist aber okay. Ziehen einfach weiter.
Das ist das Schöne jetzt hier. Das gibt richtig auf die Nase. Reliquie. Hier. Ich will mal 4 Glauben und 12 Tourismus hat diese Reliquie gemacht. Boah, nice. Okay, I see, I see. Ich baue nochmal einen Kultist. Ja gut, also wegen Loyalität senken braucht man die nicht. Sondern einzig und allein. Einzig und allein für Reliquienherstellung. Ulu, Kabul ist im... Ah lol, ich bin zu zerrennt von Kabul. So, jetzt sind wir die wichtigen 6er Boni, nehmen wir jetzt hier mit. Förderung. Förderung. Na, ist das Schöne. Im Kampf fett befördert werden. So, ne? Ah, Bombarde. Wirtschaftsallianz. Das ist mein Wort. Ah, Zwischenzone, das hatte ich gewarnt. Okay. Na! Ah. Okay, meine Landsknechte sollten mal hier rüber gehen. So, und eine neue Reliquie. Zack. Nummer 12. Was sagt denn mein Kulturding jetzt? Sieg in 21 Runden. Landeinheiten nicht, sonst eine Belagerungseinheit. Die soll gegen die Bezirksverlagerung gehen. Und ihn können wir auch. Hm.
Bauen Tempel. Aber ich kann hier jetzt Missionare bauen. Trapezund. Naja, ich bräuchte halt dringend Nahrung. Das habe ich ja schon mit. Aquädukt. Jo, Aquädukt nehmen wir mit. Förderung verfügbar. Easy. Damit ist es meine Stadt. Jo, wir behalten die Stadt. Ja, voll Loyalität. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt rollt natürlich der Rubel. Boah. Okay, ihr braucht in jedem Fall einen Handwerker. Da gründen es halt Städte, ne? Und nichts passiert. Aber die ursprünglichen Originalstädte, die sind halt ultra voll ausgebaut. Aber ab so der vierten, fünften Stadt lassen die halt extrem nach, die NPCs. Harte Sache. So, er ist da. Okay, okay. Was sagt denn der Gebietserwerb? Der Fisch wäre nicht schlecht, ne? Oder die Schildkröten. Ich nehme mal die Schildkröten mit. Das heißt, du wusstest so den Schildkrötenmaschinen. Du brauchst ein Lager. Ja, die werden definitiv wieder weggehen. Aber hey, stört mich jetzt nicht. Kabul regelt das schon. Da oben. Feldkanone ist zur Beförderung bereit. Das klingt nach dem Plan. Das wäre halt nice, ne? Dafür ist aber nicht gedacht eigentlich. Aber in der Theorie könnte ich noch mir eine holen. Mit euch. Achtzehn Runden für einen Handwerker und ihr braucht halt auch dringend einen Handwerker.
Ich brauche ja alles dringend hier, aber ein Aquädukt brauchst du eigentlich nicht, oder? Ist jetzt schon 5 von 11. Ich muss halt viel auf Wasser setzen. Das heißt, in der Theorie brauche ich hier plus 1. Gegen eine psychische Ressource. Linieninfanterie. Oh, meine Landsknechte. Die verschanden sich hier. Das ist gut. Hey, oh, hey, hey, oh, hey. Ja, die Bombarde pumpt. Ei, was ist denn hier passiert? Nazca hat Samarkand den Krieg. Was wäre? Ein Brand hat begonnen. Das stimmt nicht. Nazca hat Samarkand den Krieg erklärt. Kabul hat Samarkand den Krieg erklärt. Okay. Er ist Suzerän von Samarkand geworden, kann das sein? Samarkand hat Güzel den Krieg erklärt. Poundmaker, ja. Ah, weil er Dings reingesteckt hat. Das stört mich jetzt aber nicht im geringsten. Moment, der Stream ist abgekackt. Warum? So. Okay, ist er wieder da. Ja gut, dann machen wir halt hier weiter, ne? Ist doch nicht das Problem. Bist du ein Missionar? Auch mehr Missionare. Gewürze zweimal habt, könnt ihr eine Industrie darauf bauen. Aha. Ich glaube, ich konnte auf Bernstein noch irgendwas machen. Bin mir aber nicht sicher. Ah, du bist wichtig. Den Buddhismus bekämpfen.
ist nicht immer der beste Stahl, der am schönsten schimmert. Okidoki, mein Freund. Das war... Rache ist Blutwurst und so. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen umswitchen. Einmal dahin. Einmal dahin. Linieninfanterie. Ja, jawohl. Oh, der Landsknecht ist auch weg. Kann ich noch was bauen? Nee. Also nichts, was zwingend wichtig wäre. Die Freundschaft mit Johann. Wer ist er nochmal? Ja. Will er nicht. Auch gut. Na, ja, was nächste Runde? Kultur ist dominant. Gips wird gepumpt. Ich bräuchte da das hier. Die Bohrinsel. Für mehr Öl. Oh, kann ich hier nicht einen Aufklärungsballon? Hatte ich den nicht schon... Ja, I see the point. Okay. Ich habe noch kein Petra gebaut. Also, Taj Mahal. Kann drei Gouverneursbeförderung. Also in einem Gouverneur, die nicht auf Monet. Oh, Alter, diese. Basilius, 100. Prozent Religionstourismus, das wäre halt, das wär halt wichtig. Christo, nicht durch alles bringert. Such mal die Gunst. Petra, das Petra brauche ich halt drüben auf der anderen Stadt. Taj Mahal wäre nicht ein wär nice. Jo, dann Taj Mahal wir dich mal. Oder? Ist eigentlich hier ein... Staudamm? Ach, kein geeigneter Standort. Boah, Scheiße.
Moment, Maus. Maus lubbelt. Vier große Kunstwerke. Ja, könnte Chengdu aufbauen, im Endeffekt. Taj Mahal. Dann Taj Mahalen wir das mal dahin. So. Wohnraum. Oh. Ja, genau. Sie wollen wieder. Portugiesen wollen wieder Freundschaft. Hey, ha, 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 hey, ha. Alter. Vor allem, das ist halt relativ safe. Ja gut, du kannst halt nicht, weil ich... Brand, Brand, ihr habt Monopol auf 3 Schildkröten. Alle Geländefeldorte sind halt bis 20 Kraft. Jo, Eiffelturm. So, Chaka Chaka. Umgenutzt. Du ziehst dich zurück. Auf alle Fälle eine ja gar nichts. Ein Landsknecht nimmst du mit. So. Aufklärungsbogen. Ich kann einen bauen. Ich kann halt nicht mit. Kauf mal einen. So, Chuck. Die 900 sind es mir wert. Und die sind halt essentiell wichtig, die Dinger. Boop, boop.
Weiter geht es. Das dürfte ja erstmal richtig okay sein hier. Die Linieninfanterie muss darüber. Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber... Sehr schön. 10% Wissenschaft. Bam. So, damit sind meine roten Dinger halt auch voll, ne? Militär, bup, bup, bup. Die wichtigen Sachen, ne? Kosten für militärische Einheiten reduziert, die Verbesserungen reduziert. Und wenn ich Einheiten niedriges Zeitalter... ...besiege, gibt's mal 50% Gold. Also gerade mit dem Barbaren oder so, oder wenn du einen Krieg führst, ist es halt echt nice, wenn du überlegen bist. So, Campus, Boni. So, das muss ich jetzt mal gucken, Alter. So viele Sachen. Wirtschaft. Theaterplatz, das wäre halt wichtig für inländische Handelswege. Handelsbezirk. So viel inländische Handelswege habe ich gar nicht mehr. Hm. Aber ein plus 4 Nachbarschaftsbonus ist halt auch nicht so einfach zu bekommen. Religiöse, theologischen Kampf, heilige Städte. Nee, das ist tatsächlich... wäre halt der Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatz, aber ich glaube, die sind halt wichtiger. So, schon Kulturverfügung souverän. Und Joker-Politikplätze. Diplomatie. Ich habe halt keine Spione. Ne? Das rächt sich jetzt eventuell, aber was soll's. Große Musiker, große Ingenieure, große Künstler. So, jetzt muss ich aber wieder eine kleine Biopause einlegen. Hilft ja nichts. Bis gleich.
So. Da bin ich wieder. Schon geht's weiter. Vielen Dank für die Geduld. Yes. Und Prost, ne? Nicht vergessen, trinken ist wichtig. Oh, das Wetter macht einen fertig, hey. Ja, heute Morgen, also die ganze Nacht hat es halt so geregnet, so Nieselregen. Und keine Ahnung, bis um 11 oder so. Und ich bin ja dann um zwischen 8 und 9 bin ich ja dann einkaufen gewesen. Tatsächlich extra noch. Im Regen. Ne, da waren es halt auch, keine Ahnung, 14 Grad oder so. Und jetzt so ab Mittag kam halt die Sonne raus. Das heißt, es ist alles abgetrocknet. Natürlich die Luftfeuchtigkeit riesig. Ja. Ich kurz gucken, wo wir sind. Sind bei 19 Grad im Schatten. Bei immer noch 70% Luftfeuchtigkeit. Und da muss man bedenken, heute morgens waren es etwas über 90%. Also kurz vor Mittag. Na, mit Sonne und es verdunstet halt alles. Na, das ist halt wie Sauna. Und wird halt nicht besser. Ne? Also es ist halt krass, wie die Unterschiede halt sind. Tatsächlich. Und heute Abend gibt es halt keinen Regen. Aber immer noch 70% Luftfeuchtigkeit. Hart. Nachts dann kein Regen, 86% Luftfeuchtigkeit bei 14 Grad. Es geht noch, ne? Das ist halt nicht so warm, aber trotzdem 86% Luftfeuchtigkeit ist halt subtropisch. Eigentlich schon tropisch. Morgen geht es halt weiter. 16 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit zwischen 6 bis 12 Uhr. Und ab Mittag regnet es dann. Bei 18 Grad, ne, also es bleibt halt moderat, dafür, dass es halt schon Juni ist. Ist nicht so heiß. Aber immerhin noch 65% Luftfeuchtigkeit. So geht das halt die ganzen letzten 2-3 Tage halt schon. Boah, und das macht dich halt so fertig. Sobald du halt rausgehst, hast du halt verloren. So. Wir waren hier, wir wollten Schildkröten basteln. Weil Schildkröten basteln war ja ein Monopol aufbauen. Oh, das muss ich jetzt mal gucken. Ja, nee, da muss ich Bereitschaft machen. Wir brauchen mehr Fisch. So, jetzt haben wir hier unseren Ballon. Easy. Der Ballon muss halt tatsächlich zu meiner Artillerie. Und das ist, was zählt. So. Er steht hier einfach dumm rum, weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ah, ist okay. Knochen stehen. So, wie schaut's aus? 13 zu 6. Okay, dann nehmen wir dem jetzt hier das weg. Ein Burger. Zwei Burger. So. Wir rollen weiter. Weiter, immer weiter. In den Sonnenuntergang. Dum-di-dum-dum. Armer Cowboy. Wieder ein Fitzes. Brand, Tourismus für die nächste. Wir sind besser als die Kree. Ich würde sagen, Tourismus läuft. Was sind das für Karten? Kriminalität. Durch das Forschungslabor, Militärkampf. Die haben wir halt alles nicht. Drei Spezialbezirken hätten wir, aber brauchen wir nicht.
Atomprogramm. Für Tourismus, aber ich guck mal, dass ich weiterkomme ins Atomzeitalter. Schiffswrack, Opernhaus von Sydney, das pumpt halt richtig. 100% Tourismus, das große Kunstwerk und Artefakte. Spion, Rockbands. Ich brauche auf jeden Fall mehr Handwerker. Bonusannehmlichkeiten. Auf jedes Stadtzentrum von 9 Geländefeldern. Aquacenter, Estadio de Maracana. Ja, wir nehmen mal das. Dass man halt. Ich weiß nicht, ob ich damals eine scheiß Mausmodder habe. Die ist einfach zu alt, schon abgerubbelt. Also die sind halt zu glatt, sag ich mal in dem Sinne. Ja, fühlt sich jetzt ganz anders an die andere Seite. So. Das tut weh, ey. Gibt keinen Frieden. Ah, er ist nicht mehr Suzerän von Samarkand. Sonst hätten die jetzt nicht Frieden geschlossen. So. Das ist halt cool, ne? Ich habe halt die göttliche Obelisken, habe ich halt genug. Das heißt, da kannst du halt die Reliquien halt gut reinpumpen und die geben halt jedes Mal 12 Tourismus. Also eigentlich mache ich das noch viel zu wenig. Oh, guck mal, wir konvertieren da oben. Das ist gar nicht schlecht. Maskottef die Augen geöffnet, jawohl. Ja, die werden halt wieder zurückgehen. Das ist klar, aber das ist halt. Darum geht's ja nicht. Sondern es geht darum, den Buddhismus auszumerzen. So, ihr könnt weg. Das heißt, geht hin. Zack. Genau. Ich brauche hier aber noch einen. Oh, kann ich gar nicht. Oh, lol. Ich muss ihn zum. Oh, da ist ein. Da ist ein Kohledings.
Ja, müssen wir kaufen. Und du gehst zum Kohledings und baust Kohle ab. So, was mit ihm? Ruhrgebiet. Das wäre halt 20 Produktion, ne? Er hat halt viel Platz. Oh ja, 20 Produktion. Ich hätte das Ruhrgebiet gerne gebaut in... Ja, nee. Ich hätte das Ruhrgebiet gerne gebaut in meiner Hauptstadt. Aber da habe ich keinen Platz mehr. Das ist halt unglücklich. Okay. Kommentierten 51. Dann nehme ich dich mit. Oh, was ist mit ihm? Lol, der rebelliert einfach da oben. Schneesturm. Eure Kultur halt alle bis auf eine Nation überflügelt. Kultursieg ist in Reichweite. Ja. So mut das. Der müsste eigentlich hier stehen bleiben. Du müsstest hochgerüstet werden zum Linieninfanterist, genau. Bang. Und ihr müsstet zusammenkommen. Wie schaut's denn aus? Boah, der pumpt jetzt aber auch jetzt hier richtig hart, ne? Ich komme halt an dem Krieg nicht vorbei. Es macht nichts. Long Shi. Theaterplatz. Plus 4. Werde ich doch mal machen. Direkt das gute Warner holen. Wo brauche ich denn diesen komischen Altertumsforscher? Da brauche ich Theaterplatz, ne? Halt 0 Boni. Ach stimmt. Er sollte Dings bauen. Petra. Jetzt kann das ja. Jetzt hat er genug Produktion. There's no business like show business. 20 Kultur. Lichter an. Bong.
Elektrizität. Atomprogramm. Na, es läuft. Wenn du einmal die Welle drin hast, kannst du da halt richtig gut pushen. Süleyman hat ihren Lauf genommen. Na, die beiden. Elektrizität. So. Pum, pum, pum. Tourismus sind nicht durch andere Zivilisationen verringert. Seebädern. Hm. Er kann aber auch nichts anderes machen, ne? Komm, produzier mal ein, zwei Handwerker, dann sind wir glücklich. Direkt den Leuchtturm pushen. Oh, das ist eine theologische Einheit. Oh, das ist ein Dings. Ein Apostel. Das ist ja gar nicht schön. Treten rüber. Der wird erst rüber gehen, sobald er hier ready ist. Jetzt wird er schon desperate. Genau, das ist ein Selbstläufer. Mittlerweile habe ich so viel. Muss doch irgendwas drin sein. So. Zack. Zwölf pro Runde. Oh. Wir haben ihn schon umgelenkt. Ja, easy. Okay, das macht nichts. Ich habe jetzt hier Osaka gepumpt. Das ist aber echt klein, ne? Also mittlerweile drei Städte. Das heißt, wenn ich den Buddhismus hier wegkriege, dann bin ich. Er ist halt nicht mehr souverän. Wart. Na gut, ist halt auf die kleinste Menge, ne? Das macht nichts. Berühren kurz. Wir ziehen weiter. So, das ist. Nee. Zack. Ha! Und genau jetzt ist was passiert. Jetzt habe ich nämlich drei Reichweite, weil der Ballon nämlich plus eins gibt. Und das heißt, ich bin außerhalb. Außerhalb der Möglichkeiten hier und kann hier. Tick pushen. Oh, Energie. Stimmt. Titan, guter Mann. Muss man mal loben. Titan denkt an die Energie.
Jo, ich warte hier zwei Runden, damit ich den Wald hier pushen kann. So, und der Linieninfanterist geht hier hoch, weil hier wurde er angeschossen. Aber er ist schon mal über den einen Fluss drüber. Das ist halt der Punkt. So, Osaka. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr bekehren, Osaka. Oder Japaner allgemein, das passt. Oh, jetzt macht er hier einen theologischen Kampf. Was? Autos sind eigentlich immer noch so wie in unserer Kindheit. Am Ende ist es ein Verbrennungsmotor, der sie antreibt. Versorgungskonvoi. Jo, und Heilung wird halt nice, ne? Panzer. Panzer ist... Klingt zwar geil, ist aber im Endeffekt nicht besonders gut. Klingt doof, ist aber so. Also vom Kostenpunktverhältnis her... Na, komm mal, 5. Dann können wir gehen. Ja, das ist schlecht. Das ist natürlich super schlecht, dass er jetzt hier so einen Inquisitor hat. Ach, jedes Mal nur plus 1, ey. Sturm. Kultursieg ist eine Reichweite. 90 von 118. Sieg in 10 Runden. Wir haben es bald geschafft. Oh, was ist er denn? Ja gut, er kann sich relativ gut verteidigen gegen den angeschossenen Typ da. Muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, deswegen. So, du musst warten. Du hast schießt zuerst. So, zack. Und sobald du halt diese Combo hast, ne? Also Artillerie mit Aufklärungsballon, hält dich halt nichts mehr auf. So. Euch brauche ich. Mehr Öl. Mehr Oil. Oil. Ja gut, ist halt jetzt Jacke wie Hose, ne? Weil in relativ naher Zeit werden wir hier gewinnen. Oh, das Spiel wird geupdatet. Zeiten. Also relativ zeitnah, weil ich habe nämlich dieses Pop-up gekriegt, dass das Spiel geupdatet wird. Oh, tschakka tschakka. Nur schnell Energie abzweigen, ne? Das ist halt relativ unglücklich für euch, weil ihr nicht zusehen könnt. Nee, nicht jetzt gerade, aber ich versuche, das muss halt, ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeit geguckt, ne, ich habe weggeklickt. Wer im TK oben noch kämpfen möchte, kann jetzt loslegen. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, wieder im TK nichts bekommen, weil ich vergessen habe, oh nee, ich habe noch 29 Minuten. Ja. Weil ich keine Verteidigung gesetzt habe. Na doch, du hast doch, oder? Du hast 128 Punkte. Ich habe 0, weil ich halt nicht gekämpft habe. Ja, toll. Wer im TK noch oben kämpfen möchte. Ja, willst du mich verarschen? Das erste, was ich sehe, ist ein Team mit 178k. Mit Vader drin. Ja, das sind alles 120k-Teams. Was soll ich denn da reißen?
Und da ist eins mit 102, aber das wurde schon zweimal angegriffen und steht immer noch unbesiegt. Lolle. War die Zeit des Patches. Nö, du stehst doch drinnen. Im TK stehst du drinnen mit 128 Bannern. Also zumindest jetzt halt, bei dem jetzigen. Na, Titan, 128 Banner hast du gesammelt. Ich habe halt 0, ne, weil ich halt... Na gut, Ben hat 34, wollte diesmal auch nichts kriegen. Und ich habe halt das Setzen verpasst. Und die Verteidigung setzen. Ich habe keine zwei Verteidigungsteams. So. Aber nochmal schnell energielos werden. Für General Kenobi. Das letzte Item. Dann ist er nämlich 13. Ach übrigens, ich bin jetzt mit dem... Ach so, ja, okay. Übrigens, ich bin jetzt mit dem zweiten Knotenpunkt auch schon fertig. Bei der legendären Dingsbums. Jetzt bin ich bei dem Knotenpunkt, wo du 60 Energie einsetzen musst. Aber da das natürlich... Dann bin ich halt die Woche jetzt am Sammeln. So... Dem, dem, dem. Und bei Grievous dunkle Energie reinpumpen. Na, die... Da wurde die 30 Energie reinsetzen musste, also der zweite Knotenpunkt quasi, der zweite Kampfknotenpunkt. Das war eben echt lächerlich, ne? Das war im Endeffekt genau dasselbe Schema wie halt im ersten Knotenpunkt. Wenn du die Taktik einmal hast, ne, und immer Finn und Poe stunst, vor allem Finn, solange du Finn stunst, gewinnst du halt immer. So, tschak, tschak, tschak. Pop, 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 pop. Ja, toll. Na gut, 6 dunkle Kristallenergie. Kein Item. Perfekt. Pumpst du halt 9 Dinger und... Ja, kriegst halt kein Item. Aber immerhin 6 dunkle Energie. Bup, 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 bup. Alles auf 100 runter. So. So. Zack. Oh, Events gibt es auch zwei neue. Ja, mache ich dann nach dem Stream. So, dann kann ich ja jetzt ausmachen. Na, meine Energie verballert, soweit es notwendig ist. Ja, meine Meisterschaft habe ich übrigens auch wieder verkackt. Große Arena. Dann habe ich zweimal diese Runde, 2 von 3 Kämpfen habe ich vergessen anzugreifen. Ja, das ist halt immer im Stream, bist du danach so im Gedanken halt woanders und denkst halt nicht mehr dran. Das ist halt immer so. Also kommt jetzt das Minigame, google danach, man kann nicht verlieren, wenn man es wie im Guide macht. Ja, ich muss ja erstmal die Energie machen, ne? Und bevor ich da Energie ausgebe, gucke ich mir das sowieso an, weil es einfach so ewig lange dauert, die Energie zu sammeln. Ist das immer noch das Panzerschiff? Oh. Ja, bevor da irgendwas ist, dann gucke ich mir sowieso immer irgendwas an. Okay. Angkor Wat? Interessiert mich nicht. Der Kurupuna ist nun aktiv. Oh. Regenwälder, Longshi, Handelsweg erstellen und unterhalten. Oh, ich hatte doch hier einen Handelsfuzzi. Hatte ich nicht?
Aufwecken. Ja, genau, aufwecken. What? Top. Chengdu. Perfekt. So. Ihr ist fertig. Wir wassern direkt. Jo, wir bauen dich fertig. Acht, neun, ne? Er baut ab hier. Chengdu. Huikotikali. Jo, bau noch einen Handwerker. Kann er eigentlich nicht ein Dings jetzt schon bauen? Ja, komm, soll er lieber einen Spion bauen. Okay. Er ist halt auch gut mit Produktion beschäftigt, ne? Ist halt krass. Endlich geht's hier auch voran. Wasserpark. Ein auf dem Küstenfeld platzierter Bezirk, der Erfolg zufrieden macht, indem er alle die angenehmen Annehmlichkeiten erhöht. Das klingt nach einem Plan. Point. Bin nur raus, wurde. Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ne, man sieht sich morgen. Kurze Frage. Was hast du für Präferenzen für Lost Ark wegen Gildenaufgaben für morgen? Bevor ich da morgen irgendwelchen Blödsinn reinmache. Wie schaut es mit euch aus? Ja, Industriegebiet ist halt nice. Ja, ne? Zwei. Strategische Ressourcen. Perfekt. Dann ist nämlich er jetzt dran und baut das ab. Sind wir von 30 auf 20 runter. Zack. Ihr könnt nicht angreifen. Was passt? Hier wird sturmreif geschossen. Bäm. Potenziell ja. Ich weiß halt nicht, wie lange morgen wieder Wartungsarbeiten sind. Aber sobald die Wartungsarbeiten rum sind, wird der Stream anfangen. Nee, 15 Uhr bin ich schon online. Definitiv. Gerade Donnerstag. Von daher, sag jetzt kurz, was du brauchst, ob du was Bestimmtes brauchst, ne? Aber Bossrausch, Würfel, oder welche, oder Koop, oder wieder Segelschiffchen fahren. Oder welche vor allem welche Handwerksberufe. Such dir was aus. Mir ist es im Endeffekt wurscht. So, next one. So, du bist fertig. Das heißt, du wirst jetzt weggepumpt. Beförderung. Linieninfanterie. Bam, 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 bam. Wo muss ich hin? Dahin.
Zack, wieder eine weggenommen. Wegnehmen ist besser als übernehmen. Ja, das Problem ist halt, dieser komische Theologiekampf hat mich einiges gekostet. Stadt behalten. Ja. Nee, keine Schiffe. Wie gesagt, was ist mir egal, ich mache alles. Okay. Naja, ich muss auch nachher nochmal gucken, weil wir haben nämlich noch ein paar Bossrausch und Würfel, glaube ich, zwei von jedem Ding übrig, was gemacht werden muss. Das muss ich nachher nochmal kurz machen. Aber hast du ja, ich glaube, du hast heute schon eingeloggt, hast heute gespielt, du hast ja gesehen, ich weiß nicht, ob du was gemacht hast davon. Aber Jagen war mal halt richtig gut, ne? Da habe ich richtig hart gepumpt. Und ich habe eine kleine Überraschung wieder. Ich habe mir wieder was gegönnt. Ich habe mir tatsächlich was gegönnt wieder heute Morgen. Muss ich morgen umsetzen. So, Trappe Zund. Jawohl, jawohl, jawohl. Nur durchgeloggt. Ja, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. So, mal das Industriegebiet. Oh, ich müsste da... Ja, 14 pro Runde, ne? Das pumpt halt viel zu hart. Da pumpe ich halt 3 pro Runde. Oh, ich könnte einfach einen... Ich könnte einfach ein paar Missionare... Alter, habe ich wieder viel. Darüber schicken. Jo, jo, viel Spaß und gute Nacht. Sehr gut. Guck mal an, da ist doch schon mal einer. Easy. Als erstes direkt ein Handwerker. Auch wenn das sau teuer ist. Es macht nichts. Malgium ist doch eine. Ist doch eine Stadtstaat, oder? Nee. Gehört zu einer freien Stadt. Achso, kein Stadtstaat. Liegt aber ultra gut hier in der Ecke. Wir brauchen in jedem Fall Kornspeicher, Mann. Beides für 90. Ja, nee. Verhandelt man nochmal nach. Wird kein Frieden geschlossen. Der Krieg ist für Tourismus eigentlich ultra schlecht. Was? Lol, interessiert mich nicht. Mehr Annehmlichkeiten. Linieninteress für Beförderung. Chaka. So, wir müssen jetzt dich irgendwie hier hochkriegen. Und das ist das Schöne. Jo, Produktion und Kohle. Instant. Halt plus 6 Produktion. Wäre halt auch nices Gebiet für Dings, für ein Forschungszentrum oder hier auch, ne? Forschung oder Tempelanlage, weil die von den Bergen profitieren. So, ah, guck mal, wir können aufwerten. Hat er auf den geschossen? Oh, das ist schlecht. Nö, wir ziehen uns zurück.
Wir ziehen uns zurück. Dahin. Weil jetzt meine Artillerie kommt. Konvertiert in 700. I don't think so. Ein großer Musiker. Oh, jetzt kommt's endlich. Jawohl. Choa. Gehört der Mongolei. Zu wem rebelliert der? Zu den Kri? So, ihr wolltet. Was heißt ihr wolltet, ne? Ihr sollt darunter. Eins. Zwei. So, wichtig, er muss hier. Oder an die Freude, 9. Symphonie, kommt mir doch bekannt vor. Ja, der gute alte Ludwig von B. Musik. Wie sieht Musik aus? Ne, da war Musik, genau. Viel Kultur. Tatsächlich kann man hier diese Kulturdinge auch umherschieben. Weil die Thematiken haben. Ne, Themenbonus verdoppelt Erträge, wenn Objekte desselben Typs und unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Ist halt schwierig, die zu bekommen, ne? Ich meine, bei den Reliquien hast du das halt nicht. Aber was soll ich hier halt reinsetzen, ne? Ist der Kammer Odin. Mehr habe ich halt nicht. Einheit benötigt Befehle. Jo, wir machen intern. Einfach um die Produktion mitzunehmen. Nach Trapezunt? Nee, es ist halt dümmlich. Nanmadol. Jo, Nanmadol nehmen wir mit für die 17 Gold. So, ihr kommt dahin und wartet. Zwei Nahrung, zwei Gold. Tada, diddly. Konvertiert in 47. Okay, nee. Müssen wir wo pushen. Hauptsache, wir haben das weggenommen. Wegnehmen ist besser. Vormächte bauen und beginnt Militäroffensiv gegen Samarkand. Boah, ich brauche mehr Diplomaten. Na, ich meine, dürfte auch gleich. Nee, Sieg ist wieder weg. Also, es wird ein Kultursieg werden, definitiv. Die Frage ist nur, wie lange es das noch dauert. Missionare. Perfekt. Hast du missioniert? Und gleich nochmal zwei hinterhergezogen.
warten. So, Ludwig von B, die Eroica. Telefon. Ah, die Tage wurde ich auch wieder angerufen. Von irgendjemandem. Keine Ahnung wer. Das ist wieder so ein Scam-Anruf bestimmt gewesen. Weil war da keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dumm ist halt nur, war halt genau zum Zeitpunkt meiner Biopause. Tja, und ich nehme mein Handy ja nicht mit aufs Klo. Oh ja, guck mal. 16. Es wird. Ja, jetzt, hör doch, 8 zu 16. So, dich können wir jetzt hier. Oh nee, warte. Wer bist du denn? Direkt pumpen. Förderung, du kannst stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Wir fahren. Na, damit ist die Stadt auch schon mal richtig gut ausgebaut. Ne, ein paar Runden und dann schon ist alles gechillt. So, der Linieninfanterist. Was sagt denn die Loyalität? Groll, sonstige Effekte ist Quatsch. Ne, deswegen habe ich die auch durch die Religion. Kannst du auch dem Groll ein bisschen entgegenwirken. Ja, wenn es eine andere Religion ist, kriegst du hier nämlich Minuspunkte. Das ist richtig schwer, dann Städte zu kapern. Das heißt, ich habe halt hier. Die sind meistens sehr entscheidend. Krass. Aber dadurch, dass ich relativ gut liege, passt das soweit. So. Zack. Zack. Oh oh. Oh 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 oh. Das gefällt mir ja gar nicht. So Theologiekampf gefällt mir hier gar nicht. Zack. Schau an, schau an, schau an. Ja, jetzt hat er nur noch plus 7. Zack. Atomzeitalter. Jawohl. Nichts auf dieser Erde hält ewig. Fischerboote, Spätzobs, Bohrinsels. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Was ist neu? Wirtschaftliches neu, Militär, Diplomatie. Jeder Gesandte zählt als zwei Gesandte, wenn dessen Suzerän eine andere Regierung hat als ihr. Was? Nee. Oh, Öl. Und hier drüben hat man noch Öl irgendwo. Hier stand auch schon ein Gewehr bei Fuß. Perfekt, mit seiner letzten Ladung. Punkte halt mal direkt. Historischer Tag. Feldkanone Beförderung. Das passt perfekt. Zack. Aufgerüstet. Ist eigentlich einer im Kampf mit mir? Nee. Sehr gut. Oh, ich kann wieder drei Dinger vergeben. Buenos Aires, Hammurabis 8.
Du hast den wichtigen sechsten Punkt. Dich nehme mal mit. Ja, Buenos Aires. Wo auch immer Buenos Aires jetzt ist. Uran ist halt... Ja, der wird ultra hart weggepumpt. Ne, 18 pro Runde. Aber ich könnte da halt nochmal einen mitnehmen. Zack. Zwei Bürger, jawohl. Drei Bürger, jawohl. Haben wir hier nicht die Kirche? Na gut, wir müssen das machen. Trapezhund, das. Und ihn. Kann auch aus vom Meer aus auch. Das können wir easy kaufen. Da bräuchte man eigentlich nichts kaufen, weil der kann halt echt gut alleine pumpen. Peking. Ja, die Werkstatt, ne? Das 3 Produktion. Guangzhou. Nope. Chengdu. Nicht wirklich. Die Börse? Nee. Warum nicht Xian? Oh, Xian, auf alle Fälle die Werkstatt. Oh, und sie müssen Kanalisation bauen. Kriegt man das hin? 1500? Ja, ne? Ne, weil halt. Er hat halt nur 14 Bevölkerung, aber 15 braucht er. So. Das heißt, wir bauen hier die Kanalisation auf. Gibt 2 Wohnraum. Damit sind wir wieder pleite. So. Jetzt muss ich hier mal gucken. Er braucht auf alle Fälle Nahrung. Gute Frage. Farmdreieck hier. Aber oh, das sind halt diese Altertumsruinen wieder. Das ist halt echt. Ah, bauen wir hier ein Farmdreieck. Macht ja nichts. Okay. Eine Sache wieder erledigt. Große Persönlichkeit kommt. Roger, Roger. Ja, warte, ich guck erst mal. Man kann nicht alles im Kopf haben. Altertumsstädte. Wen brauche ich denn dafür?
Archäologe, oder? Findet Objektartefakte in Altersumstätten. Ja, okay, okay. Archäologisches Museum braucht er dafür. Habe ich denn ein Archäologisches Museum? Gute Frage. Ich glaube nicht, oder? Theaterplatz ist halt voll ausgebaut. Archäologisches Museum. Okay. Wie würden das kosten? 1100. Buenos Aires ist da oben. Stolz und Vorurteil. Pride and Prejudice. So funktioniert das. Die Fantasie einer Frau kennt keine Hindernisse. Und aus Jane Bewunderung Austen. Macht sie Liebe und aus Liebe gleich. Boah, 10, 22. 22 Tourismus machen die Dinger. Riesenrad, 2 Tourismus. Okay. Ihr seid auch durch. Passt. Ja, diese Altertumsstätten überall, ne, die musst du halt erstmal wieder loswerden. Die stören extremst. Ja, lol, wie soll man dahinter kommen? Oh, es ist an Reichweite. So, ihr haltet euch nochmal. Stellt euch bereit. Wohl nicht, ich kann auch Apostel benutzen, oder? Und dann spare ich mir die Missionare. Oh, katastrophaler Ausbruch. Oh, ich bin weg. Sehr gut. 10 gedüngte Längefelder. Man muss halt sagen, in höheren Schwierigkeitsgraden. Ist das ja nicht nur ein Feld im Umkreis, ne? Höhere Schwierigkeiten bedeuten tatsächlich auch, dass es 2 Felder im Umkreis Auswirkungen hat. Und das ist halt für Vulkane echt riesig. Hast du jemals ein Luftschloss gebaut? Oh, touch mal. Hier ist eins. Auf die Erde herabgebracht und zum Staunen der Zeitalter festgemacht. Wenn man tatsächlich Taj Mahal besucht, ist halt echt krass, ne? Jetzt nicht so sehr, wo es steht oder so, oder wie es gebaut ist, wegen der Architektonik, sondern die Umgebung.
Weil das steht ja nicht irgendwo mitten im Nirgendwo, das Ding, sondern das steht ja halt in der Stadt drinne. Oder an der Stadt. Und da ist halt echt... Wie soll man es dann beschreiben? Direkt daneben ist halt so eine Mauer. Und danach halt Slums. Wenn du halt mal so Luftaufnahme siehst. Und wo du halt diesen Bereich halt hast. Wo halt dann das Taj Mahal ist. Dann kommt die Mauer. Und dann direkt danach Slums. Aber quadratkilometerweise. Das ist halt so herb, der Unterschied. Aber das Wichtige hier ist jetzt hier der... Zeitalterpunkte. Ja, das ist halt wichtig. Hierfür. Damit eine Maschine reibungslos... Weil jedes Mal, wenn halt so ein Zeitalterpunkt stattfindet, kriege ich nochmal einen dazu. Hurricane, Tambora ist ausgebrochen. Ja, diese Felder sind halt richtig gut. Gerade hier. Aber... Ich weiß gar nicht, warum der so viel Wissenschaft da hat. Alle bis auf eine Simulation. Wahlrecht. Apostel. Förderung. Religiöse Verbreitung und Findung des existierenden Drucks durch andere Religionen in der Zielstadt. Ja. Fahr mal da runter. So. Du wartest jetzt. Du wartest. Du wartest. Okay. Erkennen Sie Ihr eigenes Glück. Sie brauchen nur ein wenig Geduld. Oder geben Sie ihr einen reizvolleren Verstand Namen. Und Gefühl. Nennen Sie sie Hoffnung. Ist nicht so bekannt wie Pride and Beach Justice. Tatsächlich nicht. Oh, hier, das ist wichtig. Gebirgstunnel. Ist nicht für mich speziell, aber wenn ich halt runter will. Nationalpark werde ich sowieso nicht bauen. Und hier pushen. Kriegsministerium, Royal Society, was sind dann Anmeldung, 20 Trefferpunkte geheilt. Handwerker halten die fähige Ladung zu brauchen, um ein Bezirksprojekt oder einen Produktionsbonus zu geben. Pro Runde einmal pro Stadt verfügbar. Es wird große Werke. Schaltet müsst ihr schon wollen. Gute Frage. Ich repariere mal den Marktplatz, ey. Ja, mal gar nicht. Amphitheater, ne? 5 Kultur. Ich habe 329 Kultur. Kanalisation. Hat er ein Spion gebaut? Ja. Okay. Riesige Städte halt im Endeffekt. Amphitheater. Jo, das war... Amphitheater 600. Wie viel würden das Ding kosten? So, jetzt ist die Frage, wo soll man hin? Soll er da hin, oder? Wer ist denn da der Nächste? Ich bin ganz vorne. Da nachkommt tatsächlich Hammurabi. Cool.
Jo, ich bin denen halt massivst überlegen. Okay. Wer ist denn der Reichste von ihnen? Sie geben auch recht regelmäßig Gold aus. Gesandte. Jo. Bäm. Bäm. 2,6er Boni. Okay. Jo. Du bist befriedet. Ach, guck mal an. Da ist wieder ein. Ein Kürassier. Ein Platt. Oh, ein Platt. Xion. Jawohl, machen wir weiter. Wo ist denn das? Ja gut, wenn die Stadt gefallen ist, wird automatisch er fallen. Okay, dann brauche ich da nicht mehr hin. Karakorum, Istanbul, ah, mal Lissabon, ne? Quellen, Unruheschriften. Was? Wieso kann er nur? Was kann er in Istanbul? Oh, nach Istanbul. Anschauen. Ist leider nicht meine Stadt. Aber ich bin zu zerrenten anschauen, oder? Nein, auch nicht. Ach ja, dann müssen wir halt hier pumpen. Ja, obwohl. Inquisition einleiten. Was war nochmal Inquisition? Ja, schon ewig mehr gespielt. Inquisition beginnt. Startet eine Inquisition. Ja. Inquisition, okay. Startet irgendwie so mit einer Apostelart, einer religiösen Einheit, 15 Kampfstärke. Minus 25% Wissenschaft. Nope. So, in jedem Fall wird er hier hingeschickt. Und die letzte Ladung nehmen wir dich mit. Fast. Alle bis auf eine ist eine Flüge. Kultursiege in Reichweite. Das ist nichts Neues. 108 von 40 in 9 Runden. Also es wird auf alle Fälle. Ein weiterer Handelsweg. Artillerie ist zur Beförderung bereit.
Jawohl. Ja, nochmal plus 10, damit sie die Verteidigung wegpumpen kann. Theaterplatz plus 8. Der Hack. Das sind ja Boni, die habe ich auch noch nie gesehen, ey. Nee, ich habe halt auch nie groß mit China gespielt und Weltwunder gebaut. Große Werke. Klingt nach einem Plan, aber... Religionstourismus. Eremitage. Nationalmuseum. Flup. So, du brauchst unbedingt mehr Bums. Ihr halt euch mal kurz. Ihr wartet wieder, ne? Was er halt gegen mich schicken kann, ist halt lächerlich. Wollte nicht tun auf den Zack. Ja, Buddhismus nimmt halt ab. Sehr gut. Das heißt, Buddhismus schreitet nicht mehr voran. Poundmaker. Ja, jetzt bin ich halt dran. Ah, er bricht wieder aus. Warum? Petra ist ein brillantes Beispiel für das künstlerische Talent des Menschen, unfruchtbare Felsen. Das ist halt so wichtig in der Stadt. Wunder zu verwandeln. Ah, ist halt. Plus 2 Nahrung, plus 2 Gold und plus 1 Produktion auf allen Wüstengeländen Felder. Solange es kein Schwemmland ist. Ein Volk ohne das Wissen um seine Vergangenheit. ...100% Tourismus. Durch große Kunstwerke und Artefakte. Habe ich halt noch nicht so viel. Chichen Itza abgeschlossen, ist okay. Byzanz hätte ich mir genug, um Sinope im Reich zu halten. Okay. Tambora ist ausgebrochen. Okay. Und Landstufe mit Hammurabi ist gestiegen. Ja. Katapult. Schiffswrack. Ja, wir haben jede Menge Schiffswrack. Jede Menge Schiffswracks. Ach, das ist nicht gut. Profisport. Noch 4. So. Er hatte Dings und man sieht, wie das jetzt hier pumpt, ne? Also, ist halt krass, wie das hier hart verbessert wird. Vor allem, weil er halt hier noch jede Menge Wüstenfelder übrig hat. Und wir haben nicht mal ein Industriegebiet gebaut. Ja gut, müssen wir halt Industriegebiet bauen, um ihn voranzubringen. Plus 1. Und ganz strategische Ressourcen.
Tierbürger. Was bist du? Du bist das Artilleriekorps. Na, gerade auch wenn du dagegen spielst, die musst du halt platt machen. Sonst passiert nämlich genau jenes. Oh, guck mal, Gesandter. Wir machen da den 5er voll, den 6er Bonus und da den 6er Bonus. Staubsturm, na ja, gut. Stört mich jetzt nicht. Auch wenn man kann, sagen die Angst, dass ich die Front an der Sonne schon bin. Na, guck mal, wieder eine theologisch überrannt. Normalerweise würde es halt 3 geben, aber weil ich halt plus 1 Ding gebaut habe, gibt es halt plus 4. Und schon habe ich wieder ein goldenes Zeitalter. Puff. Direkt anschließen. Anschauen hat mit Süleman Frieden geschlossen. Okay. Barbarenstamm. Okay. Super. Dann fahren wir gleich mal dahin. 2 im Sinn. Zur Infanterie aufgewertet, damit die dann gleich mit hochfahren und platt machen. Noch 5 Runden. Ja, Kunstmuseum. Taiwan. Komme ich nach Chengdu? Ja, wurscht. Hauptsache. Hauptsache innerorts. Frage ist, wo machst du hier einen? Longxi, Shengdu. Ja, passt. Immer noch hier Burger. Bam. So, jetzt hat er gemerkt, das muss er verteidigen. Jetzt hat er Einheiten gebaut. What? Ich muss mal gucken. Staubsturm. Naja, Kultursieg ist in Reichweite. Da war irgendwas. Ach, weil der Staubsturm durchgezogen ist. Ach, come on, ey. Braucht sofort eine Fabrik und eine Werkstatt. Jawohl.
Werkstatt. Werkstattfabrik. Werkstatt. Werkstattfabrik. Werkstattfabrik. Ach. Ich will die auch nicht irgendwo hinschicken. Werkstattfabrik. Und da können wir dann hinfahren. Oh, da können wir, da ist er perfekt. Da steht er perfekt. Na, man muss sich halt das Maximum aussuchen. Das ist halt wichtig. Oh. Oh, wild. Nehmen wir mit. So. So. Chengdu. Shangdu, Shangdu, Chengdu, Gu. Guru. Händler. So, Peking wird definitiv nicht das Archäologische Museum bauen. Das werde ich jetzt kaufen. So, damit kann ich nämlich hier dann den Archäologen bauen. Weil der kostet halt auch richtig, richtig Geld. 400 Produktion, ne? Ist halt übel viel. Ein Staudamm. Hallo? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 2. Warum plus 2? Steinbruch, strategische Ressource. Ist ein Wort. Na, auch wenn es potenziell bald zu Ende ist. Aber trotzdem. Na, drei sind halt hier bei mir. Und der Apostel ist halt ultra geil, um in seiner eigenen im eigenen Gebiet die Religion zu verbreiten. Ja, wenn du halt angegriffen wirst, wirst du halt Apostel, kannst du halt 75% einfach wegmachen. 75% des religiösen Drucks. Bäm. Und damit ist er ein Instant Miner. Plopp. Ja, und dann können halt meine Schnubbels. Wichtig ist halt hier Trapzone. Dass ich den bekomme. So, er kann halt auch hier runter. Ne, gehen wir mit hoch. Apostel kann halt nicht in fremden Städten bekehren, glaube ich. Ah, jetzt geht ihm schon der Arsch auf Grundeis. Eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt. Aluminium. Jawohl.
Ist ein bisschen misleading, aber hey. Aluminium entdeckt. Habe ich schon erschlossen. Okay. Aluminium. Oh, perfekt. Aluminiummine. Was wollte ich? Die sollten hier rüber. Ja, okay. Ja, Nanmandol werden wir wohl nichts. Da werden wir wohl nichts reisen. Immer noch vier danach. So, Apostel. Ist egal jetzt. Hauptsache die Stadt fällt. Das ist der Punkt. Opernhaus von Sydney. Direkt. Boah, natürlich. Na gut, es war nur Ablenkung im Endeffekt. Das industrielle Herz Deutschlands hörte praktisch auf zu schlagen. Jawohl. Kaum jemand arbeitete, kaum eine Maschine lief. Die Bevölkerung des Ruhrgebiets musste vom übrigen Land ernährt werden. ...20% Produktion. In Shang-Chi. Das halt. Das ist halt übel. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wer hat denn jetzt hier, wie, wo, warum? Die Feldkanone wurde besiegt. Das ist besiegt. Ja, ja, das ist nichts Neues. Große Persönlichkeiten. 500 Gold, ein Gewehr, 2 Gesandte. Ja, mit. Alles mitnehmen. So. Religionstourismus. Ja, er hat halt kaum Religion, aber hey. Frage ist, was machen wir jetzt hier mit dem? So, jetzt kann er hier richtig, richtig, richtig hart pumpen. Komm, lass nicht schlumpen. Du musst pumpen, pumpen, pumpen.
Jo, wir müssen ihn online kriegen. Hafen. Xion. Jo. Gewährt 500 Gold, 2 Gesandte. Check. Check. Die Karavelle kann ich angreifen. Ist doch. So, jetzt ist hier der Punkt. Ihr müsst die Stadt Sturm aufschießen. Jawohl. Was mit dir? Kommt ihr rein? Nein. Gut. Ihr verschanzt euch. Oh, hier will einer Religion verbreiten. Das kann ich aber gar nicht gutheißen. Ja, und schon geht er wieder weg, weil er der Apostel sieht. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für sie, denn wie sollten sie je Wörter wie Methyl... So, wir stehen erstmal hier. Und sammeln uns. So, Quellen beschaffen. Spion ist da. Aluminium bauen. Ein Porträt. Ja, die holen jetzt ganz schön auf. 130. Na, Kultur, no chance. Das nehme ich auf. Aber Forschung ist halt schon übel. Na, wenn du die halt in Ruhe lässt, hast du halt einfach verloren. Ach, da kommt der nächste. Okay. So, Sturmreif geschossen. Das ist nicht in meinem Bereich drin. Das ja. Bauen ist die Fabrik. Okay, check. Brauchen wir davon irgendwas? Nach was ich handelsmäßig.
Raumfahrt werden wir wohl kaum kommen. Forstmaschinen von Einheiten sinken um 80. Das ist ja global. Das ist ja nicht nur für die Stadt. So, Wirtschaftsrevolution nenne ich sowas. Wir sind, welches? 1600. So, zack. Erstmal abschneiden. Ah, Kavallerie hat überlebt. Easy. What? Krieg erklärt. In der Stadt Schenkel wurde ein Spion im byzantinischen Reich während der Mission Mittelabschöpfung getötet. Sehr gut. Awesome. Next one. Trapezun brauchen wir nicht, weil er wird jetzt hier eine Fabrik und eine Werkstatt bauen. Aber man sieht gleich. Einfach mal gucken hier, weil irgendwie das halt abnimmt, ne? 8, 7, 7, 7, 7, 12. Einfach mal halbiert. Ja, so kriegst du halt im Endeffekt kleines, teilig, geht's halt voran. So. Kann er erst Parlamentsgebäude bauen? Ja, bauen wir hier. Zack. So. Die Kavallerie nimmt das jetzt ein. Eure Stadt kann einen Fernangriff machen. Auf wen denn? Ach so. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte einfach mit dem einen vorrücken. Und dann kann ich den mit der Dings platt machen. Zack. Noch ein. Ja gut, dann. Stadt wird behalten. Jo. Ja, ich denke mal, loyalitätstechnisch sollte das nicht das Problem da sein. Oh. Elf Runden waren's. Okidoki. Muslim Amurabi Dunkum. Nice, Amurabi. Du willst Kohle haben, Bernstein für 300. Ja. Komm mal, stört mich jetzt nicht. Ja, okay. Ah, wird halt Produktion, wird halt gewinnen.
don't know. Da gibt's halt null Präferenzen. Ich sollte auf den Turm neidisch sein. Er ist berühmter als ich. Der Eiffelturm. Poundmaker. Im Kulturschock. Produktion. Perfekt. Wenn Gewinne nicht alles ist, wieso werden dann die Punkte gezählt? Skiort, Aquasender. Das muss halt weg, ne? Aber ich brauche mehr Politik. Plätze. Brüssel wurde besiegt. Okay, nach Verlagerung Gesandten sind nicht mehr eure souveräne Stadt aus Brüssel. Was? Brüssel ist weg. Das ist schlecht. Dumm anders als die Kultur Portugals. Okay. Ein Diplomatie-Siegpunkt. Gouvernement-Ausrichtung. Kavallerie ist für Beförderung bereit. Genau deswegen. Na, jetzt. Und in. Vorhin waren es noch 11 Runden bis rebellieren. Und jetzt ist halt schon 1,9. Und das ist halt genau der Punkt durch die Religion. Hätte ich die Religion nicht gemacht, wäre das jetzt hier 3 oder 4 minus. Mal locker. Und so ist es halt das Zünglein an der Waage, was dich dazu befähigt, diese ganzen Städte jetzt einzunehmen. Und das musst du halt leider machen. Raumhafen, Flugplatz oder Landeplatz, Lufteinheiten. 20% Wissenschaft. Ja. Aber jetzt ist halt nicht mehr so wichtig, wie viel ich halt, was ich jetzt forsche oder nicht forsche. Nächste Runde wird es zu Ende sein. Ne? 132 zu 133. Ja. Na, und ich werde jetzt auch nicht hier groß nach vorne preschen. Die Infanterie kommt ran und pumpt ihn direkt weg. Nee, hier. Also anlanden. Sehr schick. Was macht er? Ach, dann kann noch mal bauen. Ja. Mega. Soll er da hin und soll eine Fabrik bauen. Ah, das andere ist Schnullibulli. Der Wert einer Kultur misst sich nicht an ihren Leistungen, sondern daran, wie lange diese Leistungen in Erinnerung bleiben. Unter eurer Führung, großer Anführer, erschaffen wir nicht nur Schönheit, sondern erhalten sie auch, sodass sie den anderen Nationen der Welt Ehrfurcht einflößen. Tja. Chinesisches Kaiserreich. Wer bin ich eigentlich? Der Grüne. Wenn man sieht, die dümpelst halt noch hin, aber so um die 100 fängst du an halt hier, da musst du, hier ist der entscheidende Punkt, so um die 100. 100 Spielrunden, da musst du halt snowballen, spätestens.
Da müssen die Snowball-Effekte halt einsetzen. Hier kannst du ein bisschen rumdümpeln, aber hier müssen halt die Snowball-Effekte einsetzen, damit du dich halt ordentlich pushen kannst. Und man sieht, ne, hier, ab hier dem Zeitpunkt ging es halt direkt aufwärts. Ja, das sind ja die Punkte, wo ich dann halt die Städte geholt habe, hier die beiden. Ja, so einfach kann es gehen. Na gut, hat halt für nichts gereicht, oder? Ihr habt die gleiche Stufe erreicht wie der Chapsuit. Naja. Also man sieht, es geht noch besser. Ich weiß leider nicht, nach was diese Punkte berechnet werden. Müsste mich mal, mal einlesen. Aber gewonnen ist gewonnen. Nur das zählt. Können wir ja beim nächsten Mal höheren Schwierigkeitsgrad nehmen. Ja, ich meine, ich habe das im Endeffekt halt nur gespielt wegen den Achievements. Die kamen jetzt hier unten, hat man die ja gesehen, hoffentlich. Muss ich mir mal raussuchen, was ich dann noch für Achievements übrig habe fürs nächste Mal. Um dann ganz locker das rumzubiegen. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob wir den nächsten Schwierigkeitsgrad nehmen. Weil König war halt schon... Ja, ist nicht so, dass du Brain AFK bist, ne? Aber im Endeffekt bist du es schon. Also das ist halt ein, König ist halt ein Selbstläufer mittlerweile. Ne, ich habe alle Schwierigkeitsgrade durch, so ist das nicht. Gottheit ist halt echt übel hart. Da musst du dir richtig die Snowball-Effekte halt können. Da musst du halt wirklich Stück für Stück halt richtig gute Entscheidungen treffen. Aber oft ist halt so, dass halt die Gegner, die NPCs halt so massiven Vorsprung haben, gerade im Anfangsbereich. Ne, die fangen halt an mit 2 Siedlern. Jeder von denen fängt an mit 2 Siedlern und 3 Kriegern. Du fängst an mit 1 Siedler und 1 Krieger. Au. Das heißt, sobald das Spiel startet, hast du schon, sind die schon 3-mal so stark wie du. Ne, haben schon 2 Städte und 3 Krieger gleichzeitig. Boop. Und den Punkt holst du halt ultra schwer auf gerade. Und dann wird halt auch der... Die NPCs werden dann auch bevorteilt. Ne, mit den ganzen Boni. Mit den Yields im Endeffekt. Den ganzen Gebietsboni. Wenn die sich gegenseitig beeinflussen, die ganzen Gebiete. Und du wirst benachteiligt dadurch. Du kriegst erhöhte Mali. Sodass halt es dir schwerer gemacht wird, überhaupt aufzuholen. Geschweige denn vorbeizuziehen. Aber ja, so ein Kultursieg mit China ist halt relativ simpel. Ne? Weltwunder bauen, Weltwunder bauen, Weltwunder bauen und dann. Ne, hier sieht man, hier habe ich halt die ganzen Weltwunder gebaut. Hier ist mal mit Herbung ein Stück höher. Bup, 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 bup. Und dann geht's ab. Aber man, krasse Sache ist, wie hier der Babylonier tatsächlich so ein bisschen vor sich hin stagniert. Dann halt übelste Sprünge macht, obwohl er keine Städte gründet. Und dann hier nochmal eine ganz lange Stagnationsphase hat. Und die Mongolen, die ziehen halt hier eiskalt durch. Immer so ein kleines bisschen, die sind gut dabei. Ja, die Japaner waren halt abgeschlagen. Keine Ahnung, die haben sich jetzt... Ich weiß nicht warum. Sie haben sich halt echt schlecht entwickelt. Vielleicht haben sie hier... Hier war eine Stadtgründung. Das siehst du. Und dann hier haben sie die nächste Stadt gegründet. Und das war's dann halt. Die sind halt nicht aus ihrer Ecke rausgekommen, weil halt die Mongolen halt sie eingeschlossen hatten. Und das ist halt die Krux in dem ganzen Licht. Du brauchst halt Städte. Und am Anfang brauchst du einfach Land und musst halt sehen, dass du, wenn du einen NPC einkesseln kannst, dass er halt nicht bei der Stätte gründen kann, hast du halt ihn schon besiegt. Ja, wenn er hatte halt 2 Städte gehabt, damit war er schon raus aus dem Rennen. Hier war er schon raus, im Endeffekt. Ja, weil er halt keine Städte mehr gegründet hatte und dann halt nicht mehr hinkommt. Und deswegen zieht sich das halt hier und dann hast du halt ab dem Punkt war schon massiv verloren. Und ich hatte halt gewundert, dass er halt tatsächlich eine Religion gegründet hat mit dem bisschen und dann die Religion so weit fortschreiten konnte.
Ja, das sind halt Bezirke gebaut. Kannst du alles Mögliche gucken. Einheiten getötet. Hat er tatsächlich richtig viel gekämpft, die beiden. Ich schätze mal, die haben sich gegenseitig aufgerieben. Na gut, ich habe mich halt hier rausgehalten, ne? Ich habe halt nichts verloren. Na, zum Schluss halt ein bisschen, ein, zwei Einheiten. Aber marginal im Vergleich zu dem. Du darfst halt am Anfang auch nichts verlieren. Sachen, weil du es hier baust und hier Einheiten verlierst, dann wirft dich das halt so weit zurück. Weil du die Einheiten neu bauen musst. Gebäude gebaut, ja. Ja, gut, hier hatte ich halt dann, das ist um die 100, so die Städte. Und ziehen die an. Und das gibt dir einfach die Boni. Gouverneurtitel. Ab einem bestimmten Punkt sind Gouverneurtitel auch nicht wirklich wichtig mehr. Oh lol. Wie einfach Suleiman alle Gouverneure ausgepumpt hat. Große Persönlichkeit, ne? Ja, hier sieht man's. Zack, hier pumpt das halt dann richtig. Gut, insgesamt gegründete Religion. Zerstörte Städte. Ja, er hat sogar eine Stadt verloren. Als einziger. Krieg erklärt, ja. Habe ich mich halt. Kriegserklärung erhalten. Ich habe eine Kriegserklärung erhalten. Zeitalterpunkte. Ja. Ja, da hab ich mich relativ früh abgesetzt. Und dann durch die Weltwunder, die ich am Anfang gebaut habe. Das gibt halt sehr viele Zeitalterpunkte. Das pusht dich halt. Spieler glaube, da dürfte ich relativ gut dastehen. Obwohl er auch richtig viel Glaube hier gepumpt hat. Warum hatte ich denn da so einen Abfall? Okay. Strange. Na gut, Spielergold. Ja, das ist halt zwei, drei Runden zum Sammeln ausgeben. Zwei, drei Runden zum Sammeln ausgeben. Ja, es gibt halt keine Zinsen. Auf Gold. Das heißt, so muss es ausgehen. Kultur. Oh. Uneinholbar. Wissenschaft. Krass. Er ist ein Blau. Poundmaker. Hier waren sie tatsächlich besser als ich noch. So um die 100, ne? Und dann hat halt das reingekickt bei mir. Dadurch, dass meine Forschung so hoch war. Da habe ich halt meine Labore gebaut, mein Wissenschaftszentrum. Und dann siehst du hier, sobald irgendwas ist, macht das halt immer so einen Sprung. Und hier geht es halt. Ne, die Kurve steigt halt auch exponentiell. Es hat keine lineare Kurve und steigt leicht an. Und selbst wenn es nur eine lineare Kurve wäre, ist es halt eine richtig geile lineare Kurve. Ja, ist halt schön steil. Und dann bleibt hier. Ist halt flach. Obwohl, hier hat er auch gepusht. Ja, der Poundmaker. Ja, er hat halt hier gestruggelt, muss man sagen. Städte eingenommen. Ja. Zack, zack, zack. Oh, die Mongolen, ja. Die Mongolen haben viele Städte eingenommen. Jo, Stadtgründung. Man sieht, Stadtgründung liege ich halt echt hinten. Die haben halt hier schon Städte gegründet. Alle, durch die Bank. Haben sie vor mir die zweite Stadt gegründet. Aber ich habe halt relativ kurzer Zeit zwei Städte gegründet. Und dann direkt die dritte. Das pumpt dich halt nach vorne.
vierte, fünfte, sechste Stadt, siebte Stadt, achte Stadt, neunte Stadt. Naja, das bin ich mit meinen Siedlern bin ich da rumgefahren. Das macht auch nochmal einen Unterschied, tatsächlich. Ja, die irgendwo hinpflanzen und dann hast du dann so einen autarken Brückenkopf. Ja gut, Wunder gebaut, ne? Ja, man sieht hier um die 100, ne? Da habe ich die ersten Wunder gebaut, das kumuliert sich. Und dann ging es halt so langsam los von mir. Ne, wenn die ganzen Wunder halt gekickt haben, dann hatte ich lange Zeit nichts mehr und dann halt Wunder. Zahl der Rivalen. Ah, das ist, wie viele Punkte meine Rivalen gemacht haben. Da kann ich ja natürlich nicht mehr drin stehen. Obwohl, doch, da stehe ich. Warum? Ich habe keine Ahnung, was das aussagt. Aber ich habe hier relativ low. I don't know. Okay. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Hammer erfolgreich. Queen erledigt. Und damit die Chinesen meine Achievements abgearbeitet. Wie gesagt, nächste Runde muss ich mal gucken, welches Volk oder von welchem Volk ich Spezial-Achievements halt noch brauche. Und dann mal den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad probieren. Morgen geht es natürlich wieder weiter mit Lost Ark. Ne, neue Woche, neues Glück. Neues Update ist noch nicht. Aber die neue Woche, weil morgen alles wieder resettet wird. Das heißt, es gibt morgen wieder sehr viel zu tun. Und dann bleibt mir wieder zum Schluss nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye.